to think about an idea of art where every living being could participate as an artist. Beuys ist fast Mitte 40, als sein künstlerischer Ruhm einsetzt. Mitte der 50er Jahre aber ist seine finanzielle Lage noch katastrophal, trotz erster Ausstellungen. Als sich dann noch die Verlobte von ihm trennt, stürzt der angehende Künstler in eine tiefe Depression, in eine Lebenskrise, in der er sich aufs Kleverland zurückzieht, auf den bäuerlichen Hof seiner alten Freunde, der Brüder van der Grinten. In den guten Tagen ist er mit uns aufs Feld gegangen. Er war sehr geschickt und kundig im Umgang mit allem Landwirtschaftlichen. In den Zeiten, wo es ihm schlecht ging, hat er sich eingeschlossen und auch nicht gegessen, ist nicht zum Vorschein gekommen. Und im Ganzen war es ein Auf und Ab, und es war eigentlich keine wirkliche Wendung zum Guten wahrzunehmen. Im Gegenteil, als es wieder einmal sehr kritisch war, hat meine Mutter ihn ins Gebet genommen, mit ihm ein sehr ernstes Gespräch geführt und hat gesagt, Sie wissen, dass wir Sie gern haben, Herr Beuys, aber Sie müssen jetzt gehen. Wenn Sie sich zerstören wollen und wir es nicht aufhalten können, ist es schlimm genug, aber uns dürfen Sie nicht mit zerstören. Und dann hat sie ihm noch vieles andere gesagt in Bezug auf seine Verpflichtung als Künstler, auch seine Verpflichtung gegenüber Gott für seine Begabung und so weiter. Das war ein sehr ernstes Gespräch, das ihn wohl auch erschüttert hat. Und er fragte, darf ich denn wiederkommen? Dann hat sie gesagt, Sie können wiederkommen, sobald und so oft Sie wollen. Aber jetzt müssen Sie gehen. Und dann haben wir ihm ein Fahrrad geliehen und er ist mit seinem Koffer nach Hause gefahren. Er hat am anderen Tag das Fahrrad zurückgebracht und war vollkommen geheilt. Da habe ich praktisch jetzt nur noch mit Schreibarbeit zu tun, wenn die Gespräche führen. Also bevor wir hier einzogen, war das so, dass der Vincent draußen... Sie ist also nun wirklich nur für Familie angewiesen. Und wenn ein Gast da ist, den wir gerne haben, ist natürlich man nicht in der Küche sitzen, dann gehen wir raum. Also ist praktisch das gute Zimmer für uns. Ja. Also das ist ein Elvis auf meinem Spiegelschrank, und zwar ist das nicht aus irgendeiner Bedeutung heraus, sondern einfach, weil Andy Warhol vor kurzer Zeit mein Lieblingskünstler geworden ist, und zwar seit der Zeit, seitdem ich den kennengelernt habe. Ja, und hier habe ich noch was besonders Schönes in meinem Zimmer, und zwar ist das so entstanden, mein Patenonkel ist Heiner Bastian, der hat mir die aus Berlin mitgebracht, und dann habe ich diese Lämpchen an der Wand aufgehangen, und dann kam eines Tages mein Vater in mein Zimmer und hat gesagt, also ich glaube, ich muss dir noch mal eine Zuckerecke machen. Ja, und dann hat mein Vater mir da unten diesen Zucker in die Ecke gemacht, und jetzt ist das als Ganzes also eine Plastik geworden. Keine Kunst, auch nicht die des Vaters, an den Wänden in Wenzels Zimmer. Wenzel ist ebenfalls noch Gymnasiast, auch in der 11. Klasse, und interessiert sich für Astronomie, respektive inzwischen für Mythologie. Wenzel, hat der Vater nicht gelegentlich mal gesagt, willst du nicht mal ein Bild aufhängen? Nein. Herr Beuys war als Koch nicht ganz unbekannt, aber nicht bekannt genug, um nicht vielleicht ein paar Worte über seine Kochkünste zu reden. Was gibt's heute, Herr Beuys? Heute gibt es aufgrund der Umstände was ganz Simples. Kartoffeln, Zwiebeln und Welpenwurst. Mhm. Jetzt haben wir Beuys gerade so wunderbar in der Küche kochen sehen, und dann taucht natürlich die Frage auf, selbst wenn sie jetzt hier nicht ausgesprochen wird, was macht Frau Beuys denn eigentlich? Und das ist eine Frage, die lässt sich unerhört schwer beantworten. Manchmal koche ich natürlich auch. Aber wir machen ja alles alleine, Beuys und ich. Und wir sind darauf eintrainiert, alles Hand in Hand zu machen. Das heißt, in dem Augenblick, wo wir sehen, dass der eine Hilfe braucht, springt der andere ein. Und dann kam 57, glaube ich, dass er eben seine Frau kennenlernte, auch durch Zufall durch mich, dass wir uns trafen an der Straßenbahn, und ich war kostümiert und wollte zum Karnevalsfest nach in die Akademie fahren, und er war hier zufällig an der Bahn, sah mich
Und dann sind wir zusammen in die Stadt gefahren. Sie sagte, ich gehe aber nicht mit rein. Ich bringe dich nur dahin. Und dann haben wir vorher noch was gegessen. Und dann sagte er, also ich bringe dich hin, ich gehe aber nicht mit rein. Und dann kamen wir hin. Und dann kam der Heilzer von der Akademie, der ihn sehr gerne mochte. Mensch, Beuys, wo kommst du her? Bist du wieder? Das war das erste Mal, dass er also wieder so etwas unter Menschen ging. Komm rein, nahm ihn mit rein. Und ja, und dann nach einiger Zeit haben die beiden sich getroffen, seine Eva. Und dann, ja, dann ging das andere weiter. Woher kommt der Mensch? Wohin geht er? Er erweitert seinen Kunstbegriff auf die sogenannte soziale Skulptur. Das heißt auf einen sozialen Organismus, der jedem Einzelnen Selbstbestimmung und Mitbestimmung im kulturellen Bereich, im Rechtswesen und in der Wirtschaft gewährleistet. Beuys ist zum Künder geworden. Das Genialste war ja sein Auftritt am 20. Juli 1963 in Aachen. Wie er zufällig von irgendeinem der Verrückten einen Schlag ins Gesicht kriegt, also genau genommen auf die Nase, was ja nicht besonders schlimm war, und irgendeiner will ihm ein Taschentuch anreichen, um die Nase, um den Blut, Nasenblut wegzuwischen. Da weigert er sich. Er beugt sich rüber zur Bühne, wo seine Requisiten für seine Aktion waren, und holt ein Kruzifix raus und hält das hoch und schmeißt mit der anderen Hand kleine Schokoladentafeln ins Publikum und stilisiert sich in Sekundenschnelle zu einer Christusfigur. Und irgendein Schlauer aus der Nachbarschaft, ich weiß nicht wer, ich glaube ein Düsseldorfer, hat diesen Moment fotografiert. Und von Stund an ging dieses Foto durch die Presse. Und immer wieder war das eins der bekanntesten Fotos. Beuys mit hochgehaltenem Kruzifix. Mit der Vergebungsgeste. Das nenne ich geniale Strategie. Das nenne ich wirklich fast so gut wie Andy Warhol.